Was der Jury besonders gefallen hat, ist das hawaiianische Angebot. Also eine Konzeptstory, die stimmig und vor allem kein Konto via Social Media umgesetzt wird. Ein ideales Konzept für die Gastronomie vom Glattzentrum und für seine Kunden. Also im Session haben wir versucht, eine Antwort zu finden auf so die neuzeitigen Food-Erkenntnisse. Oder? Thema Vegan, Food-Intoleranzen, die stetig zunehmen. Und wir merken, dass vor allem Millennials und Generation Y, Generation Z einen starken Anspruch so an Individualisierung hat. Oder? So ein fertiges Gericht, das fix fertig ist, finden die Jungen nicht mehr so cool. Und darum haben wir jetzt so das Thema von der Pokéball versucht aufzugreifen. Aber wir gefunden, wir wollen nicht zu fest in dem Single-Product-Fisch bleiben und haben das ein bisschen versucht, nach oben zu skalieren, indem wir halt spannende Alternativen schaffen, wo du eigentlich kannst vegan essen, du kannst Fleisch essen, du kannst Fisch essen, du hast unglaublich viele Möglichkeiten, um dir ein Essen zuzustellen. Und das soll aber schnell gehen, weil es ist ein Geschäft, das vom Mittagsgeschäft lebt und das muss zügig gehen. Das ist so ein bisschen ganz grob zusammengefasst, wo wir mit Session ein bisschen anwenden, genau, ja. Wie war die Reaktion von deinen Gästen, als du sie darauf angesprochen habt, euch zu bewerben? Durchaus positiv. Wir kommen jetzt täglich zu hören über. Das Essen ist der Hammer. Von dem her haben sie es gefunden, es ist eine coole Idee. Wir wollen euch hier mit unterstützen. Und es war eigentlich durchaus positiv. Vor allem eben gerade auch Stammkunden haben gefunden, mega cool, da müsst ihr gewinnen.